Auf den Kegelbahnen des SV Wacker Weilhausen ermittelt der Nachwuchs des Kreiskegelverbandes Mansfeld-Südharz am 2. und 3. März seine Besten. Die Kreiseinzelmeisterschaften in den Jugendklassen U14 und U18 standen an. 39 Mädchen und Jungen aus 9 Vereinen hatten ihre Teilnahme gemeldet. Sie kamen vom SV Eintracht Emselo, wie beispielsweise Julian Mier hier im Bild, und von der BUSG Aufbau Eislehmen wie Norman Kretschmer. Beide gehörten zu den Favoriten in der U14. Weiterhin dabei Teilnehmer vom VfB Sangerhausen, dem KSV Gerbstedt, Rot-Weiß Groß-Örner, dem KSV Kloster Mansfeld, KSC Holdenstedt, TSV Bendorf und vom Gastgeber Weilhausen. Diese 9 Vereine sind es auch, die sich im Wesentlichen um die Jugendarbeit des Kegelsports im Landkreis kümmern. Diese junge Dame heißt Lilly Pauline Weihrauch. Sie galt bei den Mädchen der U14 als Favoritin. Auch wenn sie im vergangenen Jahr auf Kreisebene nur Zweite wurde, konnte sie sich anschließend den Landesmeistertitel holen. An diese Leistung wollte sie auch in diesem Jahr anschließen. Mit 460 Holz, keineswegs ihre Bestleistung, ließ sie am Ende die Konkurrenz tatsächlich hinter sich und konnte Kreismeister werden. Auf der Bahn nebenan war Verfolgerin Sina Schmidt vom VfB 1906 Sangerhausen zu sehen. Mit 426 Holz kam sie nicht so nah an Lilly ran, wie sie wollte. Doch sicherte sie sich damit einen souveränen 2. Platz. Nicht ohne Stolz sprach Jugendwart Carsten Klause von seinen Schützlingen. Er hielt die Fäden der Organisation der Meisterschaften fest in der Hand. Wenn wir die Jugend nicht fördern, kriegen wir die auch nicht in die Vereine rein, dann wandern sie ab in andere Sportarten. So, und da sind auch viele Kegler dabei, Jugendliche, die sich dermaßen gut interessieren fürs Kegeln. Und das spornt auch an, wenn die Ergebnisse immer besser werden. Und man sieht dann eben auch, dass man an viele verschiedene, Pokale, Landesmeisterschaften und Championate mit teilnehmen kann, inklusive nachher Einzelmeisterschaften und dann eben Landesmeisterschaften. Und dann die Krönung ist ja dann die Deutsche Meisterschaft. Und da sind wir, muss ich sagen, von den letzten 6 Jahren 5-mal mit dabei gewesen, als Mannschaft oder Einzelmeisterschaften. Sehr gut belegt und muss man immer Hut absagen, den Kegelvereinen, die Jugend ausbilden und sich dahinter klemmen. Und man sieht es dann eben halt an den schönen Ergebnissen und dass wir dann als kleiner KKV Mansfeld-Südharz voll dabei sind und dann eben die Kegelhochburgen Zerbst ein bisschen und Rosslau und so, wie sie alle heißen, oder Saalekreis, dass man da die auch ein bisschen Paroli bieten kann. Doch noch einmal zurück zu den Favoriten der U14. Der Emseloer Julian Mier holte sich mit 467 Holz Platz 3, während Norman Kretschmer von Aufbau Eisleben hier rechts im Bild bei 480 Holz gleich auf mit einem weiteren Starter lag. Doch dazu später mehr. Bei Lilly Weihrauch war das Ergebnis eindeutiger. Da gratulierten auch Opa und Oma. Nun hat sie sich einiges vorgenommen für den Landes- und eventuell den Bundesausscheid. Dieses Jahr ist ja mein letztes Jahr U14 und ich hoffe, dass dieses Jahr besser wird, weil es war letztes Jahr in den Deutschen Meisterschaften knapp. Es haben nur 20 Holz zum ersten gefehlt und ja, ich hoffe, dieses Jahr mache ich es besser. Eure Familie ist ja eine richtige Kegel-Dynastie. Du bist damit eingetappt. Wieso? Gibt es keinen anderen Sport? Doch, ich hatte auch vieles andere probiert, natürlich, aber es hat mir auch mehr zugesagt zu kegeln, weil viele fanden den Sport nicht so schön, aber ich finde den Sport gut. Und es ist halt schön, wenn alle zusammen auf der Kegelbahn sind, ja. Die Siegerehrung lag wiederum in den Händen von Carsten Klause. Während Landesmeisterin Lilly Weihrauch von Haus aus bereits die Qualifikation für die Landesmeisterschaft hat, nehmen auch die Mädchen auf den Plätzen 2 bis 4 daran teil. Das sind Sina Schmidt auf Platz 2 mit 426 Holz,
gefolgt von Selina Matthias von Aufbau Eisleben mit 408 Punkten und Maria Zäumer, VfB Sangerhausen, mit 407 Holz. Bei den jungen U14 hatten, wie bereits erwähnt, zwei Kegler die Nase gemeinsam vorn. Norman Kretschmer von der BUSG Aufbau Eisleben und Paul Lennart Wolf vom VfB Sangerhausen mit jeweils 480 Holz. Den Pokal bekam Paul Lennart Wolf. Er konnte auf mehr Abräumer verweisen. Platz 3 ging an Julian Mier von Eintracht Emselow mit 467 Holz. Auch die drei Jungs werden bei den Landesmeisterschaften, die im Mai in Sangerhausen stattfinden, dabei sein.